Ja, meine Damen und Herren, wir wollen jetzt das Magnetfeld in einer langen, dünnen Spule ausrechnen. Diese langen, dünnen Spulen sind ja immer das Paradebeispiel, was man in der Schule verwendet, wenn man den Zusammenhang zwischen Magnetfeldern und Strom anschaut. Wir wollen jetzt das Ampere'sche Gesetz verwenden, was Sie sich hier auch nochmal in diesem Video genauer anschauen können, um dieses homogene Magnetfeld, was es in einer langen, dünnen Spule gibt, zu berechnen und die Magnetfeldstärke zu berechnen in diesem Magnetfeld. Ja, und das ist gar nicht so schwierig. Ich habe hier auf dieser Folie mal eine solche Spule dargestellt. Was aber immer furchtbar schwierig zu zeichnen und zu erkennen ist, ist, wie rum ist diese Spule gewunden. Sie soll so verlaufen, dass der Strom hier unten nach hinten fließt, hinten nach oben, oben nach vorne und dann hier vorne wieder runter fließt. Ja, der Stromfluss in der Spule, der soll so verlaufen, dass es hinten hoch, oben nach vorne, vorne runter und unten wieder nach hinten verläuft. Und wenn wir uns dann die Richtung des Magnetfeldes anschauen, dann haben wir einen Stromfluss, der hinten hoch fließt. Das Magnetfeld ist in dieser Weise um diese Stromrichtung orientiert. Und wenn wir jetzt mit dem Daumen dem Strom folgen, dann sehen Sie, dass diese Magnetfeldlinien hier immer nach rechts verlaufen innerhalb unserer Spule. Hier unten verlaufen sie nach rechts, hier hinten verlaufen sie nach rechts, oben verlaufen sie nach rechts und hier im vorderen Bereich, wo der Strom nach unten fließt, bekommen wir natürlich auch Magnetfeldlinien, die innerhalb der Spule hier nach rechts verlaufen. Die Feldlinien, die sind natürlich in sich geschlossen, das habe ich hier nur nicht dargestellt, weil nicht so viel Platz ist auf der Folie und sie laufen auch nicht hier in der Nähe der Spule zurück, sondern die meisten Feldlinien, die verlaufen hier in sehr großem Abstand von der Spule. Das ist auch der Grund dafür, warum wir von einer langen Spule sprechen müssen. Wäre die Spule sehr kurz, also hätten wir hier nur so eine kurze Spule, dann würden sich die Feldlinien relativ schnell wieder schließen und würden hier in der Nähe dieser Spule verlaufen. Und je länger die Spule ist, umso weiter nach außen treten diese Feldlinien. Und das bedeutet, dass sich die Feldlinien dann auf einen sehr viel größeren Raumbereich verteilen und dass hier im Außenraum der Spule, wenn ich eine wirklich sehr lange Spule bis hin zu einer unendlich langen Spule habe, fast kein Magnetfeld befindet. Ganz unendlich lang können Spulen sowieso nicht sein, weil die Feldlinien, die müssen am Ende wieder raustreten, um sich wieder schließen zu können, sonst hätten wir ja am Ende im Unendlichen ein Monopol. Ja, im Alltag spricht man von langen, dünnen Spulen. Das soll so viel heißen, wie dass das Verhältnis aus der Länge zum Durchmesser groß ist. Das heißt, ich kann zwar eine lange Spule haben, aber wenn die auch einen riesen Durchmesser hätte, dann würde sie sich wieder wie eine kurze Spule verhalten. Und deshalb hier im Alltag eben lange, dünne Spulen, damit das Magnetfeld sich hier im Außenraum möglichst weit verteilt. Dann hat man also im Außenraum eine sehr kleine Feldstärke. Und in dieser langen, dünnen Spule gibt es dann hier am Ende zwar solche Randeffekte, wo die Feldlinien dann auseinanderlaufen und auch Senkrechtkomponenten haben, aber im Innern dieser Spule verlaufen sie dann parallel zur Achse der Spule und es gibt keine Senkrechtkomponenten. Ja, und jetzt wollen wir das Magnetfeld ausrechnen, was innerhalb dieser Spule herrscht. Und dazu wählen wir jetzt einen Integrationsweg, der hier entlang unserer Feldlinien verläuft. Dann hier senkrecht nach oben geht, hier im Außenraum wieder zurückverläuft und dann wieder hier geschlossen wird. Dieser Integrationsweg, der schließt jetzt eine Fläche ein, hier diese rechteckige Fläche. Und diese Fläche hat jetzt eine Orientierung in diesem Sinne, dass wenn unser Integrationsweg so umläuft, der Flächennormalenvektor hier aus unserer Bildebene heraus zeigt. Und jetzt schauen wir, welche Beiträge zum Integral wir hier auf diesen vier Teilstücken finden. Das Integral ist ja hier das Integral über die Randkurve BDS. Und wir sehen, dass wir hier nur einen Beitrag durch dieses Teilstück haben, weil wir hier die magnetische Feldstärke B haben. Senkrecht zu den Feldlinien ist dieses Skalarprodukt gleich 0. Das heißt, wir haben keinen Beitrag durch dieses Wegstückchen. Und wir hatten gesagt, außerhalb der Spule ist unser Magnetfeld so schwach, dass hier B als 0 angenommen werden kann, weil sich die Feldlinien hier in einen sehr großen Raumbereich verteilen. Das letzte Stückchen verläuft auch wieder senkrecht zu den Feldlinien, sodass dieses Skalarprodukt hier 0 wird. Das heißt, unser gesamtes Wegintegral über den gesamten Rand können wir schreiben als L, die Länge unserer Spule
multipliziert mit der Magnetfeldstärke in der Spule, die hier entlang des Weges überall gleich ist, was wir auch wieder aus Symmetriegründen annehmen können. Wenn die Spule sehr lang ist, dann macht es keinen Unterschied, wo ich mich hier in dieser Spule befinde. Auf der linken Seite hier müssen wir jetzt betrachten, wie viel Strom tritt durch diese Fläche hindurch. Und da ist eben das Witzige, dass jede dieser Spulenwindungen hier einmal durch diese Fläche hindurch tritt und deshalb der Strom gerade n-mal gezählt wird. Und da kommt dieser Faktor n her, den Sie in vielen Formeln schon kennengelernt haben, wenn Sie es mit Spulen zu tun haben, dass dieser Strom eben mehrfach gezählt wird, weil er jedes Mal wieder neu durch diese Integrationsfläche hier hindurch tritt und zu der Stromdichte, über die wir dort integrieren müssen, beiträgt. Durch das Ampere'sche Gesetz kommt dann noch das μ0, unsere Induktionskonstante, hinzu. Und dann haben wir also μ0 mal n mal dem Strom, der durch die Spule fließt, ist gleich die Länge der Spule mal der magnetischen Feldstärke B. Ja, und das ist jetzt super schnell nach B aufgelöst. Wir brauchen nur durch L zu dividieren und erhalten, dass die magnetische Feldstärke in der Spule gleich μ0 mal n durch L mal der Stromstärke I ist. Also das Magnetfeld ist proportional zur Stromstärke, proportional zur Anzahl der Windungen und umgekehrt proportional zur Länge der Spule. Was Sie auch hier an dieser Formel sehen können, hier steht n durch L, das kann man auch verstehen als Anzahl der Windungen pro Länge. Das heißt, wenn Sie hier mit der gleichen Windungsdichte die Spule verlängern würden, dann würde das Magnetfeld dadurch nicht stärker werden, dann würde es hier nur weiter ausgedehnt werden. Das heißt letztlich, wie häufig tritt der Strom hier durch unsere Integrationsfläche pro Längeneinheit hindurch. Das wollen wir uns jetzt hier im Experiment anschauen. Dazu haben wir hier eine Spule aus einem dicken Kupferdraht aufgebaut und eine Plexiglasscheibe verläuft hier durch die Spule, gerade in Höhe der Achse der Spule. Ist nicht wirklich gut, eine lange, dünne Spule, aber für unser Modell hier näherungsweise dann doch verwendbar. Und wir verwenden eine Autobatterie hier mit einem dicken Schalter, um dann hier einen großen Strom durchfließen zu lassen. Diese Autobatterie kann bis zu 300 Ampere Kurzschlussstrom liefern, sodass wir damit kurzzeitig ein sehr großes, ein sehr starkes Magnetfeld erzeugen können. Ich streue jetzt hier Eisenpfeilspäne auf diese Plexiglasscheibe und kann Ihnen das gleich auch nochmal in Nahaufnahme zeigen. Wir werden jetzt gleich den Strom einschalten und diese kleinen Eisenpfeilspäne, die sind ja ferromagnetisch und bilden dann in dem äußeren Magnetfeld einen kleinen magnetischen Dipol. Und diese kleinen magnetischen Dipole, die ziehen sich untereinander an, sodass sie dann kleine Ketten von solchen Spänen bilden. Und diese Ketten verlaufen dann entlang der Magnetfeldlinien, sodass wir das Magnetfeldlinienbild ganz gut erkennen können. Ich schalte jetzt den Strom ein und was man wunderbar sieht, ist, dass sich hier dieses Bild von diesen parallel zur Achse der Spule verlaufenden Magnetfeldlinien ausgebildet hat. Ja, wir sehen sehr schön hier die Feldlinien, die hier parallel zur Achse dieser Spule verlaufen. Wir sehen auch, dass es hier Randeffekte am Ende der Spule gibt. Hier laufen diese Feldlinien dann etwas auseinander. Wir sehen auch, dass sie hier eine scharfe Krümmung um diese letzte Windung herum nehmen. Und was man auch deutlich sieht, ist, dass wir hier im Außenraum nur ein sehr schwaches Magnetfeld haben, weil dort sind diese kleinen Körnchen kaum verrutscht. Wir sehen hier ein paar Feldlinien, die zwischen den Windungen herauslecken, weil die hier nicht so dicht liegen. Die machen hier in der Umgebung noch ein bisschen Feld, aber wenn wir eine ganz dicht gewickelte Spule hätten, dann wäre das Feld hier im Außenraum noch viel geringer. Ja, ich habe hier die Eisenpfeilspäne wieder etwas durcheinander gebracht und wir streuen hier nochmal Eisenpfeilspäne hinzu. So sind alle statistisch verteilt und jetzt schalte ich den Strom ein und dann sehen Sie, wie sich das Magnetfeld ausbildet und zwar jetzt. Und man sieht ein wunderschönes Feldlinienbild hier. Die Eisenpfeilspäne als kleine magnetische Dipole, die haben sich jetzt gegenseitig angezogen und diese kleinen Ketten gebildet, die entlang dieser Magnetfeldlinien verlaufen. Sie sehen auch, dass wir hier im Innern der Spule ein recht homogenes Magnetfeld haben.
Sie sehen hier am Rand die Randeffekte, dort laufen diese Feldlinien auseinander. Hier, man sieht hier ein wenig, dass Magnetfeldlinien zwischen diesen Windungen herauslecken sozusagen, weil diese Windungen nicht ganz dicht liegen. Aber insgesamt haben wir hier im Außenbereich ein sehr viel schwächeres Magnetfeld als in diesem Innenbereich.